Was war jetzt daran lustig? Keine Ahnung, das Holländisch, das heißt irgendwie was wie sowas wie Vögeln im Baumhaus oder so. Philipp, laufen wir wieder? Ich komm grad nicht rein, Moment. Okay. So. Ich bin noch ein Beifahrer. Re-Gunner, alles klar, bin drin. Rear. Nein, ich meine, ob du die Aufnahme gestartet hast. Achso, ja, ja, wir laufen, ja, ja. So, ja, herzlich willkommen mal wieder zum weiteren Let's Play. Hallo, ja, ich genau, bin derjenige, der es produziert. Du hast ja gar nichts zu melden. Wessen Idee war das, mein Lieber? Bitte schweigen Sie. Überheblich, mit 70 Abos wird er überheblich. 59. Okay, na, oh, boah, ey, voll geil, Mann, ey. Das ist ein Teil von einer Million. Wart mal ab, wart mal ab. Also, wir fliegen jetzt nach Cherno, richtig? Ja, ja, wir müssen hier. Ja, ein sehr kleiner. Auf die Insel drauf, da scheint über 5 Mann, ne? Ah, ja, stimmt. Die Insel, die Zuschauer sein können. Ach so, ja, ja, ja. Und dann in, da, wo wir den hier gefunden haben, an dem Speer da, die wäre nicht. Ja, lohnt sich einfach die Fliegen hier. Ja. Ja, eigentlich musst du nur geradeaus fliegen. Ein bisschen noch nach rechts, aber sonst noch geradeaus. Ja, das ist gut. Hier, optimal, hier, geradeaus. Navigator jetzt machen. Ja, genau. Ich? Navigator. Dennis, mach mal einen Navigator. Ja, einfach nur geradeaus liegen, dann kommen wir automatisch auf die Insel. Die Insel ist eine Lüge. Hast du nicht die Insel geguckt? Ja, lost, ne? Oh Mann. Voll geil, wie viel Folgen hast du jetzt eigentlich? Wie haben wir jetzt gewonnen gemacht? Schon 15 Folgen, oder? Also ich hab jetzt da ist die Insel schon. Die 12. Ja. gerade abgespeichert und ich habe noch ungefähr noch weitere 15 oder 20 auf meinem Rechner jetzt. Oder? Nee, was, Entschuldigung, da war keiner. Das hat nur so aus doof ausgesehen, ne? Ich flieg mal jetzt ein bisschen tiefer drüber und. Nee, war keiner, ja. Ich orgel jetzt mal langsam über die Insel drüber, dass wir schön genau gucken können. Ich hol mal kurz was zu trinken, wenn das verdammt. Ja, ja, ja. Normalerweise müsste es ja auf den Maps zu sehen sein. Also kannst ruhig ein bisschen vorwärts hier fliegen. Also von da aus, ja. Das Problem ist nur, dass ich weiter, also ich kann nicht weiter in dieser Rate mitspielen, weil ich nehme mehr Gigabyte auf, als ich verarbeite. Also ich bräuchte dazwischen durch mal einen Tag, wo ich wieder alle Videos zusammenschneide, damit ich wieder Platz habe. Genau wie mit unseren Hubschraubern, nur, weißt du? Mach mal nur so Rumgammel-Game, ohne dass du mit aufnimmst. Ja. Sowieso die Frage, wie viele Leute das angucken werden, weißt du, vielleicht ist es einfach so 5, 6 Leute und dann, ja geil! Ja, es ist jetzt glaube ich ein bisschen totgelaufen, das Daisy, ne? Also, Sascha, ein bisschen mehr links. Ja, wie gesagt, das ist einfach nur, ich zock es ja und dann nehme ich einfach nebenbei noch auf. Ich zock es jetzt nicht das nur zum Aufnehmen. Links. Das ist doch links, Mann! Das andere links, scheiße! Ja, das ist aber rechts, Vogel! Wir müssen aufpassen, wir sind gleich außerhalb der Map. Ja, ich sehe doch schon. Wohin fliegen wir denn überhaupt? Wir müssen jetzt klopfen noch ein paar Hubschrauber, das kommt gut ab, ja. War auf dem großen Flugfeld waren wir eben, ne? Da war nichts. Wenn noch ein bisschen rechts, ja so, wenn du so bleibst, fliegen wir jetzt über Elektro. Elektro kann auch einer glaube ich Sporen oder zwei, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall einer kann auf jeden Fall nur A. Voll cool hier übers Wasser zu fliegen. Oder wir fliegen mal über die Wälder und gucken mal, ob wir irgendwo eine versteckte Base finden. Nein, da hätten wir schon welche gefunden, ne? Hatten wir nicht mal eine gefunden? Nee. Ja, die von dem einen, der direkt neben uns eine Base gemacht hat. Nee, ich dachte, weil ihr eben irgendwann mal meintet, da wären Autos oder so, ihr wolltet das checken, ob da eine Base ist. Nee, ist auch nichts da, also schon. Ich weiß ja, wo der spawnt, wo der steht. Fast direkt unter uns, ja. Also. Nee, der quasi in die Verlängerung vom Krankenhaus, die Straße runter hier. Nicht in diese Richtung, da wo der blaue Kiste steht. Keine Ahnung, was soll man sagen, da kann der spawnen. Okay. Kannst du aber da gerade ausfliegen. Da wo wir den hier gefunden haben, da sehen wir. Die Höhe ist gut, die Höhe
Höhe ist gut, dann habe ich ein bisschen höher. Wenn wir jetzt eh schon in die Richtung fliegen, gleich mal am Balota Airstrip chillen und da mal die Feuerwache und die Ware. Da ist keine Feuerwache, da gibt es nur einen Tower. Also meine Loose-Map sagt, dass nördlich oder am nördlichen Ende von der Airstrip die Feuerwache ist. Nee, da ist keine Feuerwache, nur ein Ding. Ich hab die schon mal gesehen, ohne Witz, da ist in Balota eine Feuerwache, auf jeden Fall. Ich bin ganz sicher. Balota, Feuerwache? Balota. Nördlichen Ende vom, also nordöstlichen Ende vom Airstrip. Ja, also ein bisschen mehr rechts. Nee, halt muss ich kommen. Stopping. Und dann links wieder. Noch weiter links. Einmal eine lockere Runde über Tscherno, bitte. Ein Rundflug über Tscherno. Ja. Hallo, was für teuer das ist? Herren, du hast es aber, ne? Sehen Sie gleich die Stadt Tschernogorsk. Die größte Stadt in Tschernarus. Dennis, an der Stelle würde ich jetzt nichts erzählen, weil der Typ kann dich sowieso nicht bezahlen. Was? Der Flo kann dich nicht bezahlen, deswegen lohnt es sich nicht, da was zu erzählen, Alter. Rechts bitte, Sascha. Rechts. Ja. Schon links, Entschuldigung, links. Oh, okay. Komm links, muss mal, machen wir mal so eine Runde. Entschuldigung. Also ich hätte ja schon Bock, noch ein paar Zombies abzuknallen. Ja, von hier oben ist das aber Munitionsverschwendung. Ja, klar. Vor allem für die Hubschrauber-Munition. Pack doch einfach hier auf dem Ding drauf, ja. Pack doch hier irgendwo, ja. Da auf dem H. Um den Dings da. Und dann laufen wir noch ein durch hier. Ja, bin ich auch für. Ja. Was haben wir Blattwechsel da dabei? Da im Krankenhaus einfach direkt. Wenn nicht, würde ich sagen, vor, ich gehe jetzt Direkt hier, ja, da direkt hier, ist am besten, einfach hier runter, hier ist genug Platz, gut, Auto Havan, und wir sind hier direkt am Krankenhaus. Vorsicht, die Laterne, Vorsicht, wow, das war sowas von knapp, Alter, ja, ein bisschen mehr links, ja, doch einfach nach links. Ja, ja, oh, danke. jetzt kannst du runter. Okay, ich nehme gerade nur mit 11 Frames auf. Irgendwie hängt es gerade bei mir so ein bisschen. Ja, das liegt an dem Heli. Ah, jetzt geht's wieder. Drück hier zu. Keine Ahnung. Minus 3, Tor zu.
laufen alle mir hinterher, komm, ihr Pisser. Oh, die kommt von hinten. Lass erstmal zum Heli und sammeln. Ja, aber ich hab im, also ich kann noch ein bisschen was rausrotzen, weil ich hab im Heli noch ultra viel normal mal Munition. Irgendwer blutet schon wieder? Ja, blutet. Ich hab dir gerade noch den Arsch gerettet, der Zombie. In meinem Schnapp geknallt, der um dir stand. Ich bin das. Nicht auf mich schießen. Ich gucke, bevor ich da irgendwie. Man hört das Maschinengewehr. Wop, wop, wop. Ah, ja, das ist richtig geil. Wenn du da die Munition rausdrückst, das hört sich schon nice an. Auf jeden Fall. So, hast du gelootet schon im Haus, im Krankenhaus? Ah, ich nee, da wird noch nichts spawnen. Ich gehe jetzt mal aufs Dach. Und check mal da die Lage ab und dann gehe ich wieder runter und dann gucken wir später nochmal. Und dann gehen wir zu den Zelten als nächstes. Bin ich schon. Bist schon? Bin ich auch schon auf dem Weg dahin. Hier sind noch ein paar, hier ist noch weit ein. Pass auf, da ist ein Zombie drin, ne? Ja, ja. Oh, zwei Stück. Na, kommt, lauft zu mir, komm. Ah, ich hab Antibiotika gefunden. Ah, nice. Ja, kommt, ja, fein, macht ihr das. Irgendwie hat der Duftrauber hier eine viel größere Safe Zone. Hier hab ich auch umgemäht. Loda, hab ich dir eben gerade einen Arsch da drin gerettet, dass du looten kannst, Junge. Ja? Ja, hier sind ja nur die Scheiß wollten alle zu dir rein, die hab ich alle weggemäht so. Ich hab auch noch zwei erledigt. Und einer stand direkt an dir dran. Aber du hast trotzdem geblutet, ne? Ja, es war vorher, als ich im Krankenhaus rein und raus war. Achso, ja, das meinte ich eigentlich gerade. Ich dachte, ihr redet davon. Achso. Ne, der Flo ist ja in das Zelt rein und die wollten eben alle hinterher und da hab ich alles nur drauf gehalten. Ja, ich hab's gehört. Monster Kill! Das Ding ist der Oberburner, ich schwör's dir. So gekracht. Jetzt will ich mal gucken, ich nehme mal zwei... Stell dir das mal vor, wenn das Ding noch einen Schalldämpfer hätte. Alter. Imba. Ding überhaupt. So, jetzt ich kletter nie wieder Leitern hoch. Seit unserem Leitern-Bug, weißt du noch? Bist du immer runtergefallen? Weiß nicht mehr, wo wir zusammen von der Leiter gefallen sind. Ach so. Ja, aber wir... So, jetzt nehme ich mal zwei Stangen. Magazine hier, das ist dasselbe Kaliber und geh dann mal auf kombinieren, mal gucken, was dann passiert. Müsste ja funktionieren, oder? Ja. Kann ich nicht sagen. Nicht, ist es ein Scheißbug. Neu kombinieren. Darf ich hin? Passieren tut aber nichts. Ach doch, das geht. Klar, jetzt habe ich dreimal. Jetzt zeige ich mir oben statt 2, 3 an. Im Inventar ändert sich nichts vom Bild her, aber oben die Anzeige. Jetzt habe ich statt 2, 3 Magazine. Hä? Du musst aber eigentlich weniger bekommen. Weniger Magazine. Ich habe nur eine M16. Nein, ich habe jetzt. Mit einem Max. Ich habe. Nee, stimmt, weniger. Ja, pack die mal in den Heli, wenn du kannst. Nee, ich kann nicht. Ah, nee, nicht du bist ja. Ja, wollte ich gerade sagen, es geht nicht. Oder ja der hat jetzt aus. 60-Schuss-Kette geformt. Weißt du, was ich meine? Ja, kann natürlich auch sein. Ja, wie laut dein G36 ist, Alter. Krass, naja, wegen dem Feuerdämpfer. Ja, krass, Mann. Ja, gar nicht. Ich schieß die Links hier ab. Der wird von beiden getroffen. Peter Lett stirbt endlich. Geht doch. So. Peter Mann. Okay. Die Tür da auf? Nee. Ah, Tech Can. Sardinen. Lecker, lecker. Oh, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Was Feines hier. Wir sollten auf jeden Fall auch in die Schule reingehen. Can Baked Beans. Auch immer gut was. Gebackene Bohnen. Yeah.
Hier wird hier noch Take, noch mehr, boah, noch mehr Baked Beans. Meine Fresse. Epiphrenin habe ich hier gefunden. Hier, ich gehe mal in Richtung Hochhaus, ne? Von diesem Hotel da, weißt du, was ich meine? Da, wo wir mal dachten, dass man die Aufzüge hoch kann, so, die man ja auch hoch kann. Ja, klar. Aber irgendwie geht das hier in dieser Map nicht. Take was? Take Painkillers? Ah. Ja, nimm die mit, pack den Heli. Empty Tin Can, bla 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 bla. Ne, der Heli war doch voll oder nicht? Oder haben wir den schon wieder ausgeleert? Ne, den haben wir, der ist doch nicht voll. Das waren nur diese das waren diese Sachen, diese Special Sachen, die kann man da nicht so oft reintun. Ach so, ja gut, okay. Ich hatte schon wer in der Fire Station. Ja, ja, ich war schon drinne. Wohin? Da ist ein bisschen Munition drin, für G17. Ja, wir gehen da jetzt gleich nochmal rein, würde ich sagen. Oh, G17 habe ich. Ja, ja, das ist ein Max, glaube ich, drin, ja. So. Ja, ich gehe rein, ich hol die mir. Danach sonst ich mal nur Church. Munition für und für irgendwelche Gammelknifte. So N4 und so eine Scheiße, ja. AKs und so ein bisschen. Ja, die nehme ich aber immer mit, weil wenn ich mal irgendwann eine AK brauche, haben will, Bock drauf habe, habe ich nun. Ja, wir haben aber mittlerweile dürfen wir auch so 6 AK-Magazine haben. Achso, ja, wenn ihr cool. Wenn im Hubschrauber noch Munition ist, ja? Und ihr Munition, halbleere Munition bei euch im Inventar habt und auf Recombine drückt, dann füllt er automatisch eure leeren hab Magazine mit dem aus dem. Vor 10 Minuten habe ich gesagt. Ach so. So, ich dachte, du meintest das nur, dass du auch die nur die in deinem Inventar auffüllst. Füllst du auch da auf? Okay, gut. Also du füllst quasi vom Hubschrauber aus in deine auf, das ist auch ziemlich geil. Ey, ich find's so scheiße, dass Zombies durch Wände laufen können, ohne Scheiß, Mann. Das ist doch total behindert, Mann. Ja. Komm ich nicht drauf klar auf sowas. Renn jetzt in dieses Hotel rein. Boah, Rauchgranate, sehr geil. Wo seid ihr überhaupt? Ich bin im Hotel, geh jetzt gerade wieder raus. Hat jemand von euch schon die Schule gelootet? Ne, ich bin hier noch am Hubschrauber. Die müssen wir auf jeden Fall looten. Das spawnt auch immer gut was. Ui, diese kleine Lücke, Mann. Oh, ich hab jede Menge Black Packs, 3 Stück, ja. Ja, super. Oh, alle einpacken. Nice. Sag mal, gibt es überhaupt volle Whiskyflaschen? Nee. Nee. Ich weiß nicht, hab ich auch schon gedacht, hab ich mich heute auch schon gefragt. Da vorne ist dieses Haus, dieses Eckhaus, wo man rein kann, da will ich jetzt rein. Ja, da bin ich. Ganz kurz abkommen. Nein. Da ist genau nichts drin. In dem gelben bist du? Ja.
Also quasi rechts vom Heli. Weil ich höre dein Gewehr rechts. Dank Dolby Surround. Ja, 720p Headset, das läuft. Wie ey, das auch mal so hässlich. Die Wände können, da können die kotzen, ey. Ja. Ich finde die Engine von dem Game auch nicht wirklich geil. Also die es ist zwar schon ein fettes Game, aber es ist so buggy. Das auch nicht buggy hinbekommen, ne? Eine normale Kollisionsabfrage zu machen. Funktioniert denn bei den Playern genauso? Ja. Wenn ich vor der Wand stehe, stehe ich davor. Der Zombie, der packt da rein. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass die Zombies irgendwie, die laggen sich mehr durchs Spiel, als dass sie sich bewegen. Ja, ja. Also die sind immer so an zwei Stellen gleichzeitig und dann muss der Server halt entscheiden, ob die jetzt an der einen oder an der anderen Stelle sind. Ich habe mal ein Video gesehen, wie das programmiert ist. Du baust, während du läufst, Waypoints auf. Und die läuft der Zombie dir hinterher. So. Und wenn der einer mal so ein bisschen daneben hängt, deswegen spackt der dann. Dann springt der, überspringt der quasi einen Wegpunkt und dann hängt er plötzlich direkt hinter dir, neben dir. Ja. Hier ist eine M19, braucht jemand eine Secondary? 19, ja, wenn. Hier in dem gelben Eckhaus bin ich. Wir haben viel Munition für die M19, ja, glaube ich. Also wenn ihr den nicht nehmt, nehme ich die und drop meinen Revolver. Ja. Ich bin hier gerade an dem gelben Eckhaus vorbeigerannt. Aber ja, ich lasse hier liegen, da kannst du dir gleich selber holen. Nee, nimm sie ruhig mit, Ich habe ja die G17, die ist ja auch. Ah ja, stimmt, ja, okay. Ja, für die. Ich hätte auch eigentlich gerne lieber eine G17, aber es macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, wenn wir alle eine G17 haben. Dann streiten wir uns irgendwann um Munition. Ja, das ist. Ich mach mal kurz einen Cut. Ich nehme gerade irgendwie nur 9 Frames auf. Irgendwas stimmt nicht. Ich muss mal kurz gucken, was nicht stimmt. Ja.